Meine junge Schwester ist Tierärztin. Ja, In Amerika? In Pittsburgh. Ah, die ist in Amerika geblieben. Ja. Hat einen Amerikaner geheiratet, wohnt jetzt in Pittsburgh. Ja. Und sie ist Chirurgin. Ja. Und wie auch ein Chirurg im Fall von Menschen arbeitet sie während OPs natürlich mit dem Team zusammen. Ja. Ja, also allen möglichen Krankenschwestern und sowas. Ja. Und ihr Team hat ihr vor ein paar Jahren, als ein etwas böser Witz ein T-Shirt gemacht, da steht drauf, RGM. RGE. Ruthless German Efficiency. Und sie liebt es. Und jetzt ist alles Hashtag RGE. Und ich habe nur gedacht, der Weg, wie wir hier Folgen abdrehen, ist auch RGE. Hat sie amerikanische Staatsbürgerschaft? Sie hat beides. Achso, also dann wird man in Amerika auch nicht so schnell akzeptiert. Also, nee. Das ja fast, klingt ja fast wie in Japan. Ne? Das ja, wobei, das, sagen wir so. Ich meine, wir können uns irgendwann mal darüber. Ich würde mich sehr interessieren, auch Visa-Sachen und solches. Ja, also ganz konkret, wie du das gemacht hast. Ja. Ja. Hast du inzwischen E-Tutkin oder? Ja, na, aber ich meine, bei mir, das Problem war, als ich Abt wurde. Bis dahin habe ich immer, wie sagt man das? Bunker Katsudo, ne? Und irgendwann sagten sie mir eigentlich, Bunker Katsudo, nach 2-3 Jahren solltest du dein Hanyashingyo auswendig gelernt haben. Und das kann doch nicht ewig dauern, ne? Ich habe gesagt, mein Meister hat mir gesagt, mach's erstmal 10 Jahre, um Gottes Willen. Ne? Hieß es dann, ne? Vor allem, was sagst du? Vor allem, weil natürlich die Frage Finanzierung. Das auch, ne? Aber gut, ich muss ja nichts bezahlen in Anteilen. Ja. Ich bekomme kein Taschengeld, ich zahle nichts. Ne? Plus minus null, ne? Ja. Also gut, für die japanische Volkswirtschaft uninteressant, aber ich falle niemandem zu Last. Ja. Ich baue ja da auch meinen eigenen Reis an. Ne? Aber dann halt, gut, irgendwie haben sie mich dann 8 Jahre da lassen, ne? Wenn mein Meister jetzt nicht zu dem Zeitpunkt gestorben wäre, ne, als Obdachloser im Park, hätte ich natürlich auch Schwierigkeiten gehabt, zum Passamt hier. Ne? Aber das war gerade, ich hatte mein Visa erneuert, als ich in den Park ging und dann ein halbes Jahr später starb mein Meister. Ich wurde zum Abt berufen und dann war die Frage, ja, du bist ja jetzt nicht mehr in der Ausbildung. Ja. Du bist ja jetzt Meister, aber ich bekam kein Gehalt. Das heißt, ich war auch kein Arbeitsvisa, wäre auch möglich gewesen. Ne? Und dann sagten sie, okay, wir geben dir Shukyo-Visa, was eigentlich komisch ist, denn das ist ein Visum, das Religionsvisum, das ist nur für Leute, die aus dem Ausland geschickt werden als Missionare. Ne? Also als Mormone kriegst du das vielleicht, aber nicht als... Oder als koreanischer Buddhist. Ja, wenn sie dich schicken. Ne? Fukyo. Genau, ne? aber die sind ja in Japan eben... Wenn sie wollen, sind sie locker. Ne? Also sie können auch sehr preußisch sein, aber wenn sie wollen, dann sind sie sehr locker und sagen, ja, du tust ja was hier für den japanischen Buddhismus. Und dann habe ich relativ früh bald geheiratet und dann habe ich halt als Haigusha, als Ehepartner, Visum bekommen. Dann nach 3 Jahren irgendwann, also wenn du 10 Jahre in Japan warst, du hast keine Probleme bereitet und du bezahlst deine Steuern. Ne? Und wenn du halt ein Einkommen hast. Wenn du ein Einkommen hast und dein Nenkin brauchst du wahrscheinlich noch nicht mal, aber eben deine Krankenversicherung. Ja, ja. Ne? Dann nach 10 Jahren habe ich das bekommen, das Ijuken. Ja, ne? Ja, hier ist es so, wie gesagt, das ist jetzt ganz einfach. Aber ich hatte halt ein Studentenvisum bis 2012, weil ich halt ein Stipendium bekam. Ja. Und dann hab ich gesagt, ich möchte noch ein Jahr hier bleiben, weil ich diese Shidokegyo machen möchte, diese esoterische Geschichte. Und da habe ich dann Bunker Katsudo für ein Jahr gemacht. Ja. Hat der Tempel halt gesponsert, das ging ja ganz, ganz gut, das war kein Problem. Ja. Das Problem war dann, als ich 2016 zurückkam nach Japan, weil ich ja ein Angestellter dieses Tempels bin. Ja. Ich bekomme Gehalt im Endeffekt. Ja. Ja. Das heißt, ich brauche ein Schüler-Visa, ich brauche das ein Arbeitsvisum, aber ich bin Priester. Mhm. Ja, was natürlich für einen japanischen Kokakomen absolut nicht verständlich ist. Ja? Ja, ja. Ein Priester ist natürlich ein Japaner, der von der Highschool graduiert hat. Warum müsst ihr ausgerechnet einen Ausländer dafür Das könnte doch ein Japaner machen. Genau. Und das war wirklich, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir endlich dann alles... Oh. Und seitdem, gut, ist halt die gleiche Geschichte. Ich bezahle meine Steuern, ne? Oder der Tempel bezahlt die Steuern für mich und
alle paar Jahre erneuert. Und irgendwann in den 3 Jahren bin ich dann die 10 Jahre hier gewesen und dann kann ich hoffentlich diese Permanent Residency bekommen. Mhm. Das Problem in Amerika ist, in Japan ist es, glaube ich, meines Erachtens recht schwierig, zum Beispiel einen Arbeitslosen zu bekommen. Aber danach ist es recht einfach, es zu erneuern. Mhm. In Amerika ist es umgedreht. Mhm. Ein kurzfristiges Arbeitslosen zu bekommen für 2, 3 Jahre ist nicht so schwierig, aber dann werfen sie dich wieder raus. Ach so, ach so. Und das wieder zu verlängern oder dann so eine Green Card zu bekommen, ist sehr, sehr kompliziert. Aha, aha. Und von daher aus gesehen, ja, es ist nicht so einfach. Also ich kann jetzt auch nicht nach Amerika zurück als Permanent Resident. Ich habe meine Green Card verloren, weil ich jetzt hier halt für zu lange gelebt habe bereits. Ne? Ist halt so, ne? Durch die Rigid, sagtest du Rigid German Efficiency? Ruthless. Rigid auch. Was wäre Ruthless auf Deutsch? Was sagt man nicht, Ruthless? Schonungslos? Schonungslos, ja. Schonungslose deutsche Effizienz. Und jetzt hier, wie wir aufnehmen oder wie kamst du da überhaupt drauf? Genau. Eine Episode nach der anderen abspielen. Ja. Ja, wir waren bei deiner Doktorarbeit. Sinn wolltest du nicht machen, weil das alle machen. Genau. Und war langweilig, ja. Wie kamst du jetzt genau auf Host-Social, oder du sagtest zunächst Nara-Buddhismus, und die Schule, zu der dieser Tempel gehört, Host-Social, ist ja eine von ursprünglich, glaube ich, 6 Schulen. Genau. Nara-Buddhismus, also 8. Jahrhundert, dass die Hauptstadt hier gegründet wurde, und 70, 80 Jahre später zogen sie um nach Kyoto, wo es auch viele Tempel gibt, aber hier die alten Tempel, die großen Tempel. Es ist immer noch das eins der Mekkas, ne? Und die ganze Schulklasse, ne? Also in der Mittelschule, in der Hochschule, da macht man eine Reise nach Nara, um sich das alles mal anzugucken. Zum Beispiel auf diesem Tempel, wo wir hier sitzen. Ne? Wie kamst du auf Nara-Buddhismus? Wie gesagt, ich wollte irgendetwas studieren, was im Westen wenigstens noch niemand richtig gemacht hat. Und es ist so, die Forschung über japanischen Buddhismus im Westen bezieht sich natürlich sehr, sehr stark auf japanische Forschung. Und der Großteil der Forschung in Japan wird betrieben an buddhistischen Universitäten. Das heißt, jede buddhistische Sekte oder Schule sponsert ihre eigene Universität als Ausbildungsstätte eigentlich für die Priester. Ja? Ja. Und es ist natürlich ganz klar, dass jede von diesen Sekte sich spezialisiert auf die Lehre dieser Sekte. Ja? Das heißt, wenn man Soto Zen ist, dann geht man halt zu der Kumarasawa Universität in Tokio, weil das die Universität ist von der Soto Zen Sekte. Die Nara-Schulen, die Nara-Sekten sind zu klein, um ihre eigene Universität zu betreiben. Ja. Und das heißt, es gibt sehr, sehr wenige Forscher in Japan, die sich mit der Lehre oder auch dem Ritual, der Geschichte dieser Sekten befassen. Dadurch gibt es recht wenig Literatur darüber und deswegen gibt es auch fast niemand im Ausland, der sich damit befasst, weil man sozusagen von Tag 1 auf sich selbst gestellt ist und halt auch recht schnell Manuskripte lesen muss. Es gibt einfach wenig Texte in dem Sinne. Es hat viel überlebt, aber halt nicht in einer Form, die man halt im Internet finden kann zum Beispiel. Ja. Und sagen wir mal so, von der Lehre her, die Doktrine her ist, sage ich mal, meine erste Liebe im Buddhismus ist Kegon. Kegon, Also die Kegon ist die japanische Schule benannt nach der sogenannten Kegon Sutra, der Blumengelande. Wie so eine Art Lei in Hawaii. Ja. Die auch in der Tang-Dynastie in China entstanden ist. Unter anderem dann eine sehr, sehr großen Einfluss hatte natürlich auf Zen. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte Kegon studieren. Und da hat mir mein Doktorvater zu dem Zeitpunkt gesagt, es gibt einfach zu wenig über japanischen Kegon. Mach's nicht, weil du findest niemanden, mit dem du arbeiten kannst. Du findest kein Material. Eine Doktorarbeit muss irgendwann fertiggestellt werden. Also das ist ein lebenslanges Projekt. Mach's lieber nicht. Such dir irgendwas aus, wo es ein bisschen mehr Material gibt. Und da habe ich gesagt, okay, warum nicht Hosso? Hosso ist die japanische Version von einer
Belegung einer Schule im Mahayana Buddhismus, die in Indien anfängt. In Indien heißt sie Yogacara. Ja? Ja, die, ja. die Lehre der Yogameister, also der Meditationsmeister. Ja. Es gibt im indischen Mahayana Buddhismus drei große Strömungen. Ja. Ja? Madhyamika, ja. Ja? Die Lehre der Lehre, ja, die Emptiness. Tathagata Galba, also ja. das ist die Buddha-Natur. Ja? Ja. Und dann Yogacara. Der Name, den man mit, wie sagt man, Madhyamika? Mhm. Madhyamika verbindet Virendagarjuna. Genau. Und Yogacara, Vasubandhu? Vasubandhu und sein älterer Bruder Asanga. Ja? Asanga. Also die beiden, nach der Legende nach sind sie Halbbrüder gewesen, haben wirklich gelebt, also sind historische Figuren. Ja. Im Fall von Asanga wahrscheinlich 4. Jahrhundert. Ja. Vasubandhu ein bisschen später, 4. bis 5. Jahrhundert, haben gelebt im Nordwesten der indischen Halbinsel, was jetzt der nördliche Teil von Pakistan ist. Mhm. Also wirklich eher Pakistan, Afghanistan, die Richtung. Gut, es geht weiter. Ja, danke. Genau, also was Hostoshu ist, Yogacara, das erklärst du uns dann beim nächsten Mal wieder. Ne? Danke fürs Zugucken. Wir freuen uns auch auf eure Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag. Tschüss. Die Episode musst du wahrscheinlich etwas zusammenfassen. Wieso? Welche? Ach so, die Geschichte von meiner Schwester und so. Kommt das auch alles ins Internet? Stört es deine Schwester? Keine Ahnung.